So, es wird mal wieder Zeit für ein paar knallharte Fakten zum Thema E-Commerce oder Dropshipping, weil ich muss jeden Tag auf Facebook, Instagram, YouTube so viele Sachen lesen rund um das Thema. Es ist einfach blanker Nonsens, da erzählen Leute irgendeinen Quatsch, ne, weil sie einfach Klicks haben wollen auf ihre Videos oder was auch immer, ne, und das sind einfach Sachen, die stimmen nicht und das weiß ich, dass sie nicht stimmen und deswegen heute mal die Wahrheit zum Thema Dropshipping, E-Commerce, wie ist es dann tatsächlich wirklich? Also wie oft wird es denn oft gezeigt? Oftmals wird gezeigt so das Lambo-Marketing, ne, wann kann ich endlich meinen eigenen Lambo fahren, ne, die ganze Zeit Urlaub machen, am Strand sitzen, okay, das ist möglich, ortsunabhängig zu arbeiten, ne, aber ganz oft wird es ein bisschen überspitzt dargestellt, ne, dass Leute sagen, du kannst in kurzer Zeit direkt sechsstellig verdienen und das ist einfach ein Mythos. Die Realität ist vielleicht, dass du dir nach so 4 bis 6 Monaten Business aufbauen kannst, was dir 10.000 Euro Umsatz bringt, ne, Umsatz nicht Gewinn, Umsatz bringt und von du aus da weiter skalieren kannst. Aber von 10.000 Euro Umsatz kannst du natürlich kein Lambo leisten. Na, das kannst du vielleicht mal machen, wenn du 3, 4 Jahre vielleicht E-Commerce oder Dropshipping gemacht hast, aber das ist nichts, was du jetzt in den nächsten 6 Monaten erreichen wird. Und dann wird auch ganz oft noch dargestellt, ne, dass man kaum Zeit und Geld und Energie da reinstecken muss, weil viele Leute gehen davon aus, nur weil ich keine Ware einkaufe, brauche ich ja kein Startkapital. Stimmt nicht. Ja, weil nur weil ich keine Ware einkaufe, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem Geld für Werbung investieren muss. Ich muss irgendwie an Besucher kommen, wenn mich keiner kennt. Ich muss Geld investieren, um zum Beispiel den Shop zu erstellen. Also auch wenn es nur Shopify 25 Euro im Monat sind, ich brauche Geld für die Domain. Das ist nichts, wo man Abertausende, nicht Zehntausende an Euros braucht, schon klar. Naja, aber es ist auch nichts, wo man jetzt mit, weiß ich, 500 Euro Startkapital starten kann. Ja, das heißt, du brauchst ein gewisses Startkapital und du brauchst auch einfach eine gewisse Zeit, die du in dein eigenes Business reinstecken kannst. Es funktioniert nicht so, dass man da irgendwie, weiß ich, mit 1, 2 Stunden Aufwand in der Woche da irgendwas starten kann. Du musst dir täglich 1, 2 Stunden Zeit nehmen. Und das ist für die meisten, sind wir ehrlich, Angestellten und Unternehmer auch überhaupt gar kein Problem. Wenn du um 5 von der Arbeit kommst, ne, dann hast du den ganzen Abend noch Zeit praktisch, ne, und da sollte es möglich sein, 1 bis 2 Stunden zu investieren oder am Wochenende mal dir den Samstag eben freizunehmen. Ja, das sind alle solche Themen und die funktionieren auch. Aber das Problem ist, dass viele Leute diese Illusion kaufen, dieses schnell reich werden oder schnell hektisch, sage ich mal, reich werden, dass sie denken, man könnte jetzt mit Dropshipping irgendwie ja innerhalb von wenigen Monaten irgendwie reich werden oder sowas. Das ist einfach nicht der Fall. Du kannst dir ein solides Business aufbauen, du kannst dir ein solides Einkommen aufbauen, mit dem du auch sehr gut, sag ich mal, leben kannst, auch schon von, weiß ich, 20.000 Euro Monatsumsatz kannst du bei einer Marge von 20-30% schon sehr gut leben, ne? Mit 4.000-5.000 Euro netto dann letztendlich. Aber es ist halt einfach nicht so, ne, dass du da jetzt irgendwie über Nacht reich werden kannst oder dass du dir irgendwie über Nacht was aufbaust, was dich dann zum Millionär macht. Solche Stories gibt es und die hört man auch immer wieder, ne, aber es ist halt einfach nicht der Regelfall. Und deswegen möchte ich 100% ehrlich mit dir sein und sagen, hey, guck mal, innerhalb von 4 bis 6 Monaten kannst du so 10.000 Euro verdienen, vorausgesetzt, du bist dazu bereit und in der Lage, sag ich mal, die nötige Zeit, das Geld und die Mühe am Ende auch reinzustecken. Ne. Du brauchst einfach ja ein gewisses Commitment an der Sache. Ne. Du musst sagen, hey, guck mal, ich gehe jetzt diesen Weg und ich gebe jetzt nicht auf, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und alles andere ist Illusion. Es gibt keinen Weg, um schnell einfach hektisch Geld zu verdienen. Außer du kaufst jetzt irgendwelche Bitcoins und die steigen dann durch Zufall. Ja, klar, dann kannst du es aber nicht replizieren. Das machst du vielleicht einmal, weil du Glück gehabt hast. Aber wenn du nämlich ein Business aufbauen willst, was dir konstant über Jahre Geld bringt, dann musst du einfach dazu bereit oder in der Lage sein, auch wirklich die Mühe reinzustecken und die wird am Ende auch honoriert sein. Das kann ich dir versprechen. Wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen und wenn du nicht aufgibst, wenn du alles investierst, was du kannst, dann wirst du dafür belohnt werden und dann wird es am Ende auch funktionieren. Dann gibt es auch kein Scheitern. Und da sind wir schon beim richtigen Stichwort. Ganz oft sehe ich Scheitern bei Leuten, dass sie Angst vor dem Scheitern haben, dass sie so viel Sorge haben, dass sie irgendwie das Geld, was sie investieren, vielleicht nicht wieder rauszubekommen. Aber dann bist du einfach nicht fürs Unternehmertum gemacht. Du musst einfach komfortabel sein, dir eine Summe X zu nehmen und die in dein eigenes Business zu investieren. Du musst einfach sagen, hey, guck mal, ich nehme jetzt hier mein Startkapital und ich investiere das jetzt rein. Weil ganz ehrlich, was hast du für eine Alternative? Was willst du mit deinen Rücklagen machen? Willst du dir einen neuen Fernseher kaufen? Ne, also das Beste ist immer noch das Invest in dich und dein eigenes Business. Ne, das ist die beste Investition, die du in deinem Leben treffen kannst. Es gibt nichts Besseres, in was du investieren kannst, in deine eigene Zukunft. Stell dir vor, du willst raus aus deinem Job. Ne, du willst endlich jetzt wirklich was Eigenes anfangen, wo du ja selber was aufbaust mit Substanz. Dann ist der beste Weg, dann in sein eigenes Know-how zu investieren, in dein eigenes Business zu investieren und sich dann wirklich auch was aufzubauen. Naja, was gibt nichts Besseres? Weil wie kannst du mehr Zeit zum Beispiel für die Familie gewinnen? Wie kannst du deine Familie besser absichern? Ne, wenn du jetzt nicht deiner Familie zum Beispiel, weiß es ich, eine extrem sündhaft teure OP aktuell bezahlen kannst, ne, die vielleicht irgendwie 30.000, 40.000 Euro kostet. Ne? Also wenn du das alles haben möchtest, ne, dann musst du einfach bereit sein, diesen gewissen Weg dann auch zu gehen. Ne, und du musst bereit sein, das Zeit, Geld und Energie, sage ich mal, da rein zu investieren. Am Ende wird es auch belohnt werden. Und du musst bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Und sieh das Risiko niemals als Risiko, sondern sieh es immer als Chance.
Ne? Es ist niemals das Risiko, jetzt x Euro zu verlieren, sondern es ist immer die Chance, x Euro am Ende dann zu ja, gewinnen. Weil irgendeine Sache, die wird auf jeden Fall funktionieren, das kann ich dir garantieren. So Leute haben so viel Angst vorm Scheitern, aber im E-Commerce, ne, so viele Leute, wie aktuell einkaufen, es wird immer eine Variante geben, um Geld zu verdienen. Ne? Auch wenn es 2-3 Monate länger dauert oder ein halbes Jahr länger dauert, du wirst auf jeden Fall damit erfolgreich werden, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen und wenn du immer schaust, woran hat es gelegen, ne, und es dann immer wieder verbesserst. Und dann ist natürlich ein Mentor für dich genau die richtige Unterstützung, weil er dir sagen kann, hey, guck mal, daran liegt's. So gehst du überhaupt mal den richtigen Weg. Ne? Das ist ja auch mal wichtig zu wissen, dass du gleich den richtigen Weg von Anfang an gehst. Ne? Ganz, ganz viele Leute basteln sich irgendwas selbst zusammen aus verschiedenen YouTube-Videos und dann funktioniert es am Ende nicht. Ist ja klar, als wenn du dir einen Mentor holst, der einen bewährten roten Faden quasi für dich hat, ein Konzept, wo man weiß, ja, dass du auch replizierbar selbst dieses, sag ich mal, Einkommen dann auch für dich erzielen kannst. Ne? Deswegen seh bitte das nicht als Risiko, seh es als Chance für dich, ein besseres Leben zu haben, ne? Mehr finanzielle Flexibilität zu haben, mehr örtliche Flexibilität zu haben, ne? Und geh einfach dieses gewisse Risiko ein. Ne? Seh die Chance dahinter und du wirst dann auch belohnt werden, wenn du diesen Weg gehst und immer, sag ich mal, dran bleibst, ne? Und immer wieder an deinem eigenen Business arbeitest. Im besten Fall holst du jemanden dabei oder holst du jemanden ran, der wirklich Ahnung auch vom Thema hat, der dich dabei unterstützen kann, der dir sagen kann, hey, guck mal, so geht's oder so geht's nicht, ne? Und dir wirklich auch den Weg zeigen kann zu einem erfolgreichen Business. Dann vermeidest du einerseits Fehler, ne? Das kostet dich einerseits Zeit und andererseits kostet es nicht natürlich auch Geld. Ne? Ich habe neulich ein Video gemacht, ich habe selber erst 40.000 Euro verloren in Ads. Das hätte ich mir sparen können, hätte ich damals jemanden gehabt, der mir das Ganze eben näher gebracht hätte. Ja, deswegen super wichtig, du musst bereit sein, die Zeit, Geld und Energie, sag ich mal, reinzustecken. Es gibt kein Business, wo man über Nacht reich wird, ne, und wer was anderes erzählt, der lügt einfach, ne? Das gibt es nicht, außer du gewinnst jetzt im Lotto oder machst mit Bitcoin irgendwas, ne, wo du nämlich schnell Einkommen erzielst, aber alles andere ist ein Business mit Substanz aufbauen, das braucht einfach, ja, den gewissen Weg, das braucht einfach die Mühe, die du am Ende investierst. Wenn du jetzt jemanden haben möchtest, der dich dabei unterstützt, dann trag dich gerne bei uns ein auf ein vollkommen kostenloses Erstgespräch, econventures.de. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie das in deiner aktuellen Situation aussieht, ob da ein Onlineshop Sinn ergibt und wie du genau auch einen eigenen Onlineshop dann Schritt für Schritt für dich aufbauen kannst. In der Zwischenzeit lad gerne unseren Report runter, Link dazu in der Videobeschreibung und ansonsten hören wir uns im nächsten YouTube-Video. Bis dahin!